Herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Absolute Doom. Nachdem wir erfahren haben, dass unser Plan nicht aufgegangen ist in der letzten Episode und Mysterio sowie Emma Frost dahinter stecken, müssen wir sie nun sehr wahrscheinlich beide bezwingen. Und ihr wisst, gameplay-technisch gebe ich mein Bestes. Teil 4 der Story hat insgesamt 7 Phasen und ich muss sagen, die Mission klingt erstmal sehr einfach. Wirf gewöhnliche Gegenstände bei Doomstadt aus dem Inventar. Das sollte ich doch hinbekommen, oder? Ich würde sagen, wir springen direkt ins Spiel. Let's go! Die neuen Missionen sind erst kürzlich im Spiel erschienen und sehr wahrscheinlich werden fast alle in Doomstadt landen. Das wird eine Katastrophe. Die allmächtige Wanda hat einfach Thors Axt geklaut. Was ist hier los? So, wir sind da. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. So, wir müssen gewöhnliche Gegenstände. Ist das hier... Zählt das schon? Ich weiß es nicht. Boah, hier draußen herrscht Krieg, Leute. Von überall schießen sie. Ich brauche diese Waffe. Oh mein Gott. Da kam der Pro aus mir raus. Das gibt's doch nicht. Wenn man mal die schlechten Sachen sucht, findet man die nicht. Da, da ist eine Pistole. Ich schnapp sie mir. Und jetzt weg hier. Wir laufen sogar in diese Richtung hier. In diese Hütte dort unten. Und dann schmeißen wir es weg für den Fall, dass ein Dialog kommt. Ja? Hallo? Das ist doch gewöhnlich. Hier. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was wollen die von mir? Wir laufen mal weiter. Ach, das ist nicht in Doomstadt. Verstehe. Okay, wir müssen wieder hoch. So, Doomstadt. Weg damit. Etwas stimmt hier nicht. Wenn die Perfektion für Doom noch unerreichbar ist, erschafft er eine Illusion davon. Ich weiß nicht, warum ich immer noch denke, dass du verwirrende Gedanken weniger verwirrend beendest. Du bist wohl eher das Problem. Die meisten Leute verstehen mich. Lass es mich anders ausdrücken. Was du da Komisches fühlst, das sind Mysterios heraufbeschworene Illusionen. Gut, dann müssen wir die Illusionen unillusionieren. Das Wort gibt es nicht. Noch nicht, aber bald. Triff einen Gegner innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du ein Versteck verlassen hast, mit einem Angriff. Wir gehen am besten in eine Stadt und verstecken uns in eine Mülltonne oder so. Ich glaube, das ist damit gemeint. Und sobald Spieler in der Nähe sind, springen wir raus und greifen diese an. Müssen wir denn Schaden machen? Nö, einfach nur angreifen. Das kriegen wir hin. Boah, ich hab sie eliminiert. Was ist mit mir los? Zählt das hier eigentlich auch zu einem Versteck? Ja, das zählt. Und hab ihn sogar besiegt. Was ist hier los? Oh mein Gott, was ist mit mir los? Ich bin ein Pro. Oh, sogar besiegt. Sorry. Ich brauche diese Waffe hier. Tut mir leid. Boah, tut mir... Oh mein Gott, ich laufe auch noch hin. Okay, wir müssen direkt abspringen, denn unsere Mission lautet, wecke manipulierte Charaktere auf oder eliminiere angeheuerte Unterstützer. Und wir sind schon viel zu weit. Wir müssen nämlich da hinten hin, kommen viel zu spät an. Das wird eine Katastrophe, sage ich euch. Was sind überhaupt aufgeweckte, manipulierte, was ist das alles? Da. Doom gebietet über allem zu seinen Füßen. Farbenmarodeurin, wach auf. Uff, ich fühle mich so benebelt. Das war Mysterio. Ich glaube, er hat mich hypnotisiert.
Okay, es fängt an. Mysterio hat hier schon anscheinend ein paar Leute manipuliert. So, als nächstes laufen wir hier hoch und retten die nächsten Personen. Hier ist aber irgendwo noch eine... Was machst du? Okay, wir haben sie besiegt. Boah, sie hat sogar einigermaßen gute Waffen am Start. Oh, du bist es. Unsere Schote erbebt vor Dooms gütiger Herrschaft. Shotty, reiß dich zusammen. Oh, wir werden angegriffen. Du musst dich zusammenreißen, Mann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wer bist du denn? Was kommst du denn einfach so? Noch mehr? Wo kommen die alle her? Wollen die alle Missionen machen oder wie? Da sind ja noch... Was geht denn hier ab? Boah, die hat Black Panther... Lad doch schneller nach. Oh mein Gott. Sollen wir nochmal mit ihm quatschen? Geht das denn überhaupt? Wir wurden unterbrochen. Es ist immer blöd. Ich hasse das. Nee, mit ihm kann man leider nicht mehr reden. Mit wem müssen wir denn danach quatschen? Okay, da kommen wir jetzt in dieser Runde nicht mehr hin. Dann würde ich sagen, in der nächsten Runde landen wir dort und wecken den letzten Charakter auf. Oh mein Gott, sind da viele. Wenn irgendwer von euch einen Tipp hat, wie wir diese Story-Mission irgendwie in Ruhe machen können, gerne in die Kommentare damit, weil das stört mich gewaltig. Guck, guck! Boah, der hat ja gar nicht damit gerechnet. Oh mein Gott, der hat ja richtig krassen Loot. So, wir müssen hier mit jemandem reden. Die haben ihn besiegt, oder? Sehe ich das richtig? Haben sie ihn besiegt? Bitte nicht. Aber hier ist niemand. Oh mein Gott. Was ist denn hier? Sind wir hier etwa undercover unterwegs? So, lass mich jetzt bitte diese Mission machen. Ich werde jetzt dort landen und direkt die Person ansprechen, die dort auf mich wartet. Let's go. Ich hab's genau ausgerechnet. Ich muss jetzt nur noch geradeaus fliegen und ich werde genau aufs Dach landen. Oder vielleicht ist es die Eingangstür, ich weiß es noch nicht so genau. Oder wir müssen doch ein paar Meter laufen. Alles in Latveria ist perfekt, dank du. Rost, du bist nicht du selbst. Boah, okay, das war mal ätzend. Okay, wir laufen weg. Unter Mysterios Fluch leben. Ohne Gefühle, willenlos, ohne Charakter. Mysterio wird dafür zahlen. Sehr schön, da ist es. Das Feuer. Spürst du, was du da fühlst? Das brennende Verlangen nach Gerechtigkeit? Deshalb folgen wir dir. Dieses Feuer wird Doom zu Fall bringen. Ich weiß es. Jeder, der das hier sieht, würde dasselbe empfinden. Nein, stimmt nicht. Dieses Feuer in dir ist was Besonderes. Du musst nur daran glauben. Es fühlt sich nicht so an, Jones. Glaub mir. Genauso ist es. Ja, ganz kurz, der Grund, warum ich mich hier verstecke, ist, dass ich die Dialoge mitnehmen möchte. Und wenn die mich killen, ich weiß nicht, ob die Dialoge dann weitergehen oder ob die dann beendet sind. Das ist der eigentliche Grund, warum ich kurz verstecke, bis die aufhören zu quatschen. So, wir nehmen jetzt alles mit und schauen kurz, was müssen wir tun. Zerstöre Überwachungskameras. Und die sind, soweit ich weiß, nicht nur hier in Doomstadt, sondern auch hier oben. Oder täusche ich mich? Vielleicht schaffen wir es jetzt rüber zu Doomstadt. Ich rüste mich noch ein bisschen aus und dann probieren wir das mal direkt. Bruder, es tut mir leid, ich schwöre, ich wollte das nicht. So, eine Kamera habe ich.
So, die zweite Kamera ist auch schon kaputt. Und die Zone kommt. Da ist noch eine Kamera. So, noch eine Kamera, dann können wir hier weg. Vielleicht ist ja hier direkt eine. Weil hier wäre ein Auto auf jeden Fall. Da. So, letzte Kamera. Auf geht's. Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Besiege Mysterio jetzt schon. Das wird eine Katastrophe, Leute. Einfach jeder wird jetzt hier abspringen. Aber ich habe einen Plan. Hoffentlich geht der auf. Wir werden uns hier verstecken, bis irgendwer Mysterio angreift. Zählt das, wenn ich ein bisschen Schaden mache und Mysterio danach abnippelt? Das ist die Frage der Fragen. Das werden wir jetzt herausfinden. Okay, unsere erste Waffe. Wird er direkt angegriffen gerade? Ich tue dir nichts. Ich tue dir nichts, bewusst. Aber wir müssen das hier nehmen. Alles, was hier drin ist, brauchen wir. So, Mysterio. Vielleicht schaffen wir ihn sogar zu besiegen. Bist du dumm? Wir müssen zusammenhalten. Okay, wir machen Folgendes. Wir verstecken uns jetzt hier. Oh mein Gott. Wir verstecken uns hier. Wir bleiben hier versteckt. Wie lange braucht ihr noch? Keiner macht den letzten Hit. Ja. Tötet ihn. Die schlachten sich gerade gegenseitig ab, anstatt dass einer mal den letzten Hit macht. Jawohl. Das war's dann mit Mysterio. Sag doch mal, wie sieht es mit den neuen Rissrekalibrierern aus? Shuri hat sie ersetzt. Sobald Emma Frost ausgeschaltet wurde, können wir Doom per Riss verschwinden lassen, wenn er hier auftaucht. Geht's dir besser? Es wirkt ganz so. Abgesehen von der Prophezeiung, geht's mir gut. Ich habe heute für Gerechtigkeit gesorgt. Und wie? Schau dich an. Du wirst ja doch noch zur Superheldin. Okay, mach mal langsam. Wir haben es geschafft, Leute, und genauso könnt ihr das auch machen. Als nächstes müssen wir hinterlasse Graffiti in Doomstadt. Wie viele? 4 Stück? Gar kein Problem. Und das war's. Easy. Und die letzte Mission. Hinterlasse Graffiti an der zentralen Statue in Doomstadt. Easy. Und? Das ist hier doch die zentrale Statue, oder nicht? Ach so, wir sollen hier ein... Versteht ihr das? Bruder, kannst du mir erklären, was ich hier machen muss? Ach so, Moment. Ne, zum Hochklettern. Ist das hier buggy? Seht ihr das? Ich muss doch hier was machen. Bruder, kannst du mir das einmal zeigen, was man hier machen muss? Ich brauche hier Hilfe bei der... Vielen, vielen Dank, Bruder. Hat irgendwer von euch verstanden, warum es so wunderbar funktioniert hat in der letzten Runde? Ich auf jeden Fall nicht und deshalb probieren wir das jetzt nochmal. So, auf geht's nach Doomstadt. Heute spielt komplett alles hier in Doomstadt. Oh, das hat funktioniert. Da die Illusion zerstört ist, erkennst du jetzt vielleicht die Wahrheit. Oh, meinst du etwa, dass ich alles Nötige habe, um Doom zu schlagen? Ich habe das Gefühl, du hörst nur die Worte und nicht das, was sie aussagen. Du könntest mir auch einfach sagen, was sie bedeuten.
Ja, das würde ich sehr bevorzugen. Kennst du das Sprichwort? Du kannst Klombus zu Klombeeren führen, aber nicht zum Essen zwingen. Du bist der Klombo. Prophetische Erkenntnisse sind die Klombeeren. Und ich bin das große blinkende Schild, auf dem in leicht verständlichem Klombe steht. Hier gibt's Klombeeren. Die Klombeeren sind direkt vor dir. Du musst nur noch in sie reinbeißen. Und welche Rolle spielt da das Blasloch? Sei nicht so, das ziemt sich nicht für eine Heldin. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben alle Missionen und die Aufnahme geht nicht mal eine Stunde. Wie krass ist das denn bitte? Wir haben zwar kaum Leben, aber das war Teil 4 der Story. Wie geht es denn überhaupt weiter? Wir schauen einmal ganz kurz. Teil 5 geht nächste Woche direkt los mit Ich bin Iron Man. Worum es da wohl geht? Anscheinend kommt Iron Man ins Spiel. Vielleicht bringt er auch die ein oder andere Waffe mit. So wie jetzt zuletzt Black Panther. Beste Waffe überhaupt, immer noch. Und ich freue mich auf Teil 5 nächste Woche. Wenn ihr nichts zu Marvel Fortnite bzw. zur Story von Absolut Doom verpassen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und generell, wenn ihr nichts zu Marvel Games verpassen möchtet, dann seid ihr ebenfalls hier bei uns richtig. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschaußen!